lebe in Ulm. Insofern finde ich es natürlich toll, bei den Ulmer Denkanstößen dabei zu sein. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, wenn wir dann wieder zusammenkommen können. Und ich habe natürlich auch thematisch viel spannende Sachen mitgebracht. Wir haben tatsächlich beim Klimawandel die Schwelle erreicht, wo das Ganze haptisch wurde. Also wir fühlen eigentlich auch immer mehr, dass das Wetter sich so ändert, wie es uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Und jetzt befinden wir uns in einem Punkt, wo wir eine Konsequenz daraus ziehen müssen, wo wir uns aber gleichzeitig als menschliche Gesellschaft, wie wir alle merken, unheimlich schwer tun. Wir wollen, aber irgendwie kommen wir nicht so richtig in die Gänge. Und ich will nicht ständig von der Apokalypse sprechen und sagen, dass es ja wahrscheinlich ein so riesiges Problem ist, dass wir da chancenlos davorstehen, sondern ich möchte eigentlich den Menschen mitgeben, hey, guckt mal, es gibt Ideen, es gibt eine wissenschaftliche Grundhaltung, die da sagt, wir können das Problem in den Griff bekommen, auf die positiven Dinge zu schauen, ohne dabei zu vergessen, die schwierigen auch wirklich zu berichten. Ich sehe mich als Übersetzer, also Physik übersetzen in Wissenschaft. Ich bin kein Ideologe, ich bin kein Zeigefingermensch, aber ich möchte, dass ein Satz am Ende funktioniert und der soll heißen, uns muss, und das ist eine Respektfrage, klar sein, dieser Planet braucht nicht uns, wir brauchen ihn. Und ich glaube, das möchte ich an dem Tag in den Vordergrund stellen. Thank you.